Wir wollen uns heute, wie beim letzten Mal angekündigt, noch einmal dem Psalm 51 zuwenden. Psalm 51, der am Beginn des Morgens steht, das hat er fast parallel mit Psalm 95. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns noch mal der allgemeinen Bedeutung auch der Psalmen bewusst werden. Ein zeitgenössischer Poet, ein Priester, Wilhelm Brunas. Ich habe das, glaube ich, auf das Deckblatt geschrieben, der Veranstaltung der Katechesen. Da finden Sie diesen Text. Ergebnis. Nach dem morgendlichen Gang über die Psalmbrücke drehe ich mich nicht mehr um die eigene Achse. Ich atme die alten Heilworte in meine Tagängste und bin guter Hoffnung. Wenn Sie sich vielleicht erinnern an das Ende der letzten Katechese, diesen Text von Gregor dem Großen, da ging es um die Heilung. Es ging darum, vor Gott und von Gott her heil zu werden. Deshalb sprechen wir diese Texte, deshalb begeben wir uns mit diesen Texten in eine ganz bestimmte heilsgeschichtliche Situation. Es gibt einen weiteren sehr schönen Text, den die jüdische Dichterin Nelly Sachs über David geschrieben hat. Ich will nicht den ganzen Text vorlesen, sondern nur einen Teil daraus. Sie schreibt: Aber im Mannesjahr maß er, ein Vater der Dichter, in Verzweiflung die Entfernung zu Gott aus. Maß er, ein Vater der Dichter, in Verzweiflung die Entfernung zu Gott aus und baute der Psalmen Nachtherbergen für die Wegwunden. Sterbend hatte er mehr Verworfenes dem Würmertod zu geben als die Schar seiner Väter. Denn von Gestalt zu Gestalt weint sich der Engel im Menschen tiefer in das Licht. Man könnte das wie eine Überschrift zu Psalm 51 sehen. Das ist sehr schön gesagt, ein sehr tiefes Wort. Weint sich der Engel im Menschen tiefer in das Licht. Offenbar ein Paradox. Und dennoch trifft es gerade das Gesicht und die Seele dieses Psalms so gut. Der Engel in uns weint sich mit diesen Worten in das Licht. Ich möchte heute dieser Spur nachgehen, wie das geschehen kann. Denn der Mensch, so haben wir gesagt, vor Gott, diese grundsätzliche Auskunft, die der Psalm gibt, die weit über die Situation, die wir beim letzten Mal gehört haben, aus den Königsbüchern, das Vergehen des David, der Ehebruch, der darauf folgende Mord, auch noch hinterlistig ausgeführt. Der Psalm hebt die Situation des Menschen darüber, über die konkrete Situation, von der der Psalm zunächst ausgeht. Es ist generell die Situation des Menschen vor Gott, wie er sich findet vor Gott. Wir haben das mit dem Liturgiewissenschaftler Angelus Häusling betrachtet, wie der Mensch unfähig und unwürdig zum Gotteslob sich sozusagen hineinbetet, in die Lage, vor Gott zu sein, in das Licht Gottes treten zu dürfen. Die schon zitierte Benediktinerin Syncletica Grün hat das so formuliert, dass der Psalmist nicht ansteht, der Psalmenbeter, die beschämende Erkenntnis seiner Unzulänglichkeit, Gott als eine Gabe des Gebetes anzubieten. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn wir überlegen, was können wir Gott anbieten? Was haben wir zu bieten? In den Visionen der Schwester Faustina, da gibt es einen Dialog, wo sie darüber nachdenkt. Jesus, was kann ich dir geben? Ihr wird bewusst in dieser Vision, alles, was ich dir anbieten könnte, alles, was ich dir geben könnte, ist ein Geschenk von dir.
Das habe ich von dir bekommen. Dafür kann ich dankbar sein, aber ich kann dir ja nicht die Dinge schenken, die du mir schon gegeben hast. Das Einzige, das von mir ist, ist meine Sünde. Die geht auf mein Konto. Meine Unzulänglichkeit, meine Armseligkeit, die ist von mir. Und in dieser Vision sagt Jesus, ja, dann gib sie mir doch. Dann gib sie mir doch. Wenn das Einzige ist, was du zu geben hast, dann gib es mir. Ich will es annehmen. Das ist eigentlich ein großartiges Bild für das, was wir mit Barmherzigkeit meinen. Barmherzigkeit Gottes. Und das ist das auch, was dieser Psalm ausdrückt. Es ist ja unsere Grundsituation, und zwar nicht nur die anthropologische, also die des Menschen, sondern die des Christen insbesondere. Es stimmt, Christus hat die Sünde Adams in uns getilgt, aber er hat, wie wir dann manchmal leider sehr schmerzlich merken, er hat die Begierlichkeit nicht ausgelöscht. Wir kennen vielleicht diese Stelle aus dem Römerbrief, wo genau Paulus darum ringt. Mal gucken, ob ich die jetzt schnell finde. Da sind wir schon mal im Römerbrief. Paulus denkt über das Gesetz nach. Zuerst hat er über die Taufe gesprochen. Diesen Abschnitt, den wir der Osternacht als Lesung hören werden, dass wir mit Christus in der Taufe begraben sind in den Tod und mit ihm auferstanden sind. Auch die Sünde sozusagen, der alte Adam ist im Grab der Taufe, der Wassertaufe, ersäuft worden. Und wie es ein protestantischer Bischof einmal gesagt hat, unsere Erfahrung ist das, was auch Paulus mit anderen Worten sagt, wir merken, dieses alte Biest kann schwimmen, der alte Adam. Also das, was wir Begierlichkeit nennen, kommt doch wieder immer an die Oberfläche. Paulus spricht von einem inneren Zwiespalt. Wir wissen, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist. Ich aber bin Fleisch, das heißt, ich bin verkauft an die Sünde. Denn ich begreife mein Handeln nicht, sagt Paulus. Ich begreife es nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Also dieser Widerstreit zwischen Fleisch und Geist. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Es ist die in mir wohnende Sünde, sagt Paulus. Ich unglücklicher Mensch. Wenn man das an sich heranlässt, was ist das für eine Situation? Sich zu erfahren, zu was bin ich überhaupt fähig? Wer wird mich aus diesem, dem Tod verfallenen Leib erretten? Und Paulus gibt die Antwort in der typisch jüdischen Weise, wenn man so will, mit einer Doxologie. Er antwortet nicht mit einer großen Quaestio, mit einer akademischen Frage. Jetzt gehen wir das einmal Detail für Detail durch. Sondern mit einem Lobpreis. Wer wird mich aus dieser Situation erretten? Mich unglücklichen Menschen. Wer wird den unglücklichen Menschen in diesem Zwiespalt zwischen Gut und Böse permanent hin und her? Manchmal erleben wir das ja mehrfach täglich. Und er ruft aus, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist seine Antwort. Und zu dieser Antwort führt uns eigentlich auch der Psalm. Also die beschämende Selbsterkenntnis. Es ist ja eigentlich, wenn man so will, ist es ja auch die Grundfrage der Reformation. Und man kann immer wieder fragen, dieser Psalm wurde zu dieser Zeit jeden Morgen gebetet. Warum man in den Texten, die gebetet wurden, nicht die Antworten gefunden hat. Wenn Martin Luther mit dieser Frage umgeht und getrieben wird,
Wie finde ich einen gnädigen Gott? Wenn der zelebriert hat, was er dann als Priestermönch durchaus getan hat jeden Tag, dann hat er jeden Tag den Text gesprochen. Te igitur clementissime Pater. Dich also, gütigster, mildester Vater. Ich frage mich ganz oft, was hat Luther dabei gedacht? Oder war das für ihn kein Beten, sondern das war das Formular, mit dem man zelebriert und dann hat sich der Fall. Es ist von der Mentalität her eine ganz wichtige Frage. Was haben die Betenden des 16. Jahrhunderts oder ein Jahrhundert vorher gebetet, wenn sie diesen Psalm gebetet haben und darin nicht der Barmherzigkeit Gottes begegnet sind? Das stellt auch uns vor die Frage, was machen wir in der Messe? Was machen wir, wenn wir hier im Chor sind oder zu Hause die Psalmen beten? Sprechen wir Formulare, die die Kirche vorsieht, oder beten wir? Das heißt, findet im Beten eine Begegnung statt? Sprechen wir wirklich zu Gott? Und er spricht ja zu uns. Das ist noch das Wichtigere. Gerade im Wort der Psalmen, vielleicht mögen Sie sich erinnern, was ich in der ersten Katechese noch einmal von André Louf gesagt habe. Das ist das Besondere der Psalmen. Nicht nur, dass wir wissen, es ist Gottes Wort, sondern dass er uns dieses Wort schenkt, mit dem wir ihm antworten. Wir hören ihn sozusagen doppelt. Sind das einfach nur Texte, die wir sprechen, weil sie vorgesehen sind und sagen, ach, jetzt versuche mal jetzt eine Woche fromm zu sein und nehme dann diese Texte und oder wie die Priester früher sagten, man muss ein Brevier beten und dann wird das eben gebetet, weil man das vorsieht und dann ist es auch, ach, dann haben wir es Gott sei Dank, die Vesper habe ich Gott sei Dank schon rum, ja, kann man manchmal immer noch dieses Wort hören. Vesper habe ich Gott sei Dank schon rum, habe ich schon fertig, für heute habe ich schon alles fertig. Sprechen wir so, wenn wir jemandem begegnen wollen, auf den wir uns freuen? Eine Begegnung, die uns froh macht, wo wir uns lassen können, so wie wir sind. Das will dieser Psalm. Dieser Psalm ermutigt uns dazu, dass wir uns lassen, wie wir sind, mit aller Erbärmlichkeit. Im Allertiefsten, sagt der Psalm, im Geheimen, tu mir deine Weisheit kund. Das war von jeher das Verständnis, dass es in uns einen Ort gibt, im Allertiefsten, im Geheimen, der uns zur Selbsterkenntnis führte. Wir nennen das das Gewissen, die Conscientia. Und das ist eigentlich das Mitwissen mit Gott, in dem ich mir gezeigt werde, ohne Trug und Täuschung. Guardini sagt dazu, unsere Selbsterkenntnis ist der Versuch, nachzudenken, was Gott von uns weiß. Meine Wahrheit ist in seinem Wissen und so viel weiß ich wirklich von mir, als ich mich aus ihm heraus weiß. Also das Gewissen ist nicht einfach sozusagen die Vorlage zu machen, ich kann machen, was ich will, mein Gewissen sagt mir. Es ist das geschulte Gewissen, sagen wir. Es ist das Gewissen, das mit Gott in Verbindung steht. Und so wird es zur inneren Stimme, zum absoluten Anspruch. In diesem Wissen aus Gott wird der Mensch inne, dass er aus sich selbst nichts ist, Gott aber alles ist. Damit ist die Frage, wenn ich es einmal salopp sagen soll, das ganze Gedöns um die Rechtfertigung ist damit beantwortet. Punkt. Klammer auf, wozu eine Kirchenspaltung, Klammer zu. Die Psalmen hätten die Antwort geben können. Das ehrliche Anerkennen meiner Nichtswürdigkeit ruft Gott auf, mir zu helfen, wenn ich mich nur restlos durch alle meine Tiefen hindurch in die grundlose göttliche Tiefe des Christus in uns hinablasse, dann vollbringt seine Kraft, was ich selbst nicht vermag, und führt mein Wollen und Mühen um Gott ans Ziel. Das ist das, was Paulus mit dieser Doxologie meint. Es gibt nur eine Adresse in diesem Zwiespalt, in diesem Unvermögen, in dieser Gespaltenheit, in dieser Zerrissenheit, die wir oft erleben.
dass es diesen Bezug zur Taufe gibt oder zum Ostergeschehen. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, dass es diesen Psalmvers gibt, den man beim Gang zum Friedhof, wenn man den Leichnam zum Grab bringt. Und die Gebeine werden jubeln, die du zerschlagen hast. Vorher heißt es, lass mich Freude und Wonne hören. Das ist das Ziel, das Erkennen der eigenen Armseligkeit, des Unvermögens, des zwar Wollens, aber doch nicht zustande Bringens. Und dann doch der Ruf nach Freude und Wonne, damit die zerschlagenen Gebeine jubeln. Aus der Niedergeschlagenheit, sagt Synkletiker Grün wieder, aus der Niedergeschlagenheit eines schuldbewussten Gewissens, sich in neu aufstrahlender Gnade erheben zu dürfen, das bedeutet Osterfreude und Auferstehungsjubel an jedwedem Tag. Deshalb ist dieser Psalm, wenn er jeden Morgen gebetet wird, ich habe schon gesagt, jetzt die neue Ordnung, die erneuerte, nein, neue Ordnung, es ist keine erneuerte, sondern es ist wirklich eine neu gemachte, diese neue Ordnung hat die nur am Freitag und steckt ihn damit in die Schublade Bußpsalm. Dass die Kirche ihn aber jeden Morgen, wir tun das ja hier, jeden Morgen betet, ist ein Ostergedächtnis. Deshalb steht er morgens. Wie die ganze Hore, spätestens seit Benedikt, die ganze Hore, etwa die sogenannte Morgenhore oder Laudes, ein Gedächtnis der Auferstehung Christi ist. Wenn wir im Psalm weitergehen, taucht ein ganz wichtiger Topos auf, wenn man so will. Es ist vom Herzen die Rede. Ein reines Herz erschaff in mir, o Gott, im Vers 12. Das ist nicht so sehr das, wie wir das vielleicht noch aus Kindergebeten kennen, obwohl zumindest diese Kindergebete noch einen Hauch, sozusagen noch einen ganz kleinen Touch haben von dem, was man früher unter Herz verstand oder was man im Alten Testament unter Herz versteht. Auch im Neuen, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Es hat zumindest noch eine kleine Erinnerung, dass das Herz nicht sozusagen nur so ein kleines Tabernakelchen in mir ist, wo ich auch so eine fromme Ecke einräume, damit das liebe Jesulein darin wohnt, sondern das Herz ist die Person Mitte. Das Herz richtet über die ganze Person aus, es macht den ganzen Menschen aus. Deshalb ist das reine Herz sozusagen das große Ziel. Ein reines Herz erschaff in mir. Es ist im inneren Menschen der Sitz seiner gesammelten geistigen Kräfte und Fähigkeiten. Und das ist es, worum der Beter mit Gott ringt. Dass Gott in seiner Allmacht das schaffen kann. Und das führt uns zu einem anderen, zu einem prophetischen Text, den wir in der Matutin jetzt, in der Quadragesima, in der Vigil vom Sonntag immer haben, Ezechiel 36. Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, spricht der Herr, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Das ist auch nochmal eine Reminiszenz am Psalm 95 mit dem Land der Ruhe. Das darf man hier durchaus mithören. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von all euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Hier haben wir die Verbindung von allem, worum es eigentlich im geistlichen Leben immer geht. Das ist uns vielleicht ganz fremd mit dem Land, aber wir haben das schon ausgeweitet bei Psalm 95, was das bedeutet, in das Land der Ruhe zu kommen. Das Herz, das neue Herz,
das nicht verhärtete Herz, nicht das Herz aus Stein, von dem der Prophet Ezechiel hier spricht, sondern das empfindsame Herz, das offen ist für Gott, das reine Herz, wie Psalm 51 betet. Und schließlich den Geist Gottes, um den auch dieser Psalm ruft. Wir kommen da gleich noch drauf. Die Reinigung mit dem reinen Wasser, besprenge mit Hysop. Das ist inzwischen ja auch fast ganz in Vergessenheit geraten. Und das hat auch mit Ostern zu tun. In der alten Liturgie war sonntags das Asperges vorgesehen. Natürlich, auch heute steht im Messbuch noch, ersetzt den Bußakt. Also ist es schon qualifiziert als Bußritus. Besprenge mich Asperges me Hysopo et Mundabo. Ja, besprenge mich mit dem Hysop, ein direktes Zitat aus dem Psalm. Besprenge mich mit Hysop und ich werde rein. Gerade heute verstehen wir diesen Vers so gut und ich werde weißer als Schnee. Das ist aber nicht nur Bußakt. Es ist schade, dadurch, dass es ist ja auch heute noch vorgesehen eigentlich, zumindest als Möglichkeit, den Sonntagsgottesdienst zu eröffnen. Wir machen es in der Regel im Jahreskreis ja alle 2 Wochen. Es ist nicht nur Bußakt, sondern in der sogenannten tridentinischen Liturgie war natürlich das, was das letzte Konzil ja wieder neu ins Bewusstsein bringen wollte, dass nicht einfach nur Sonntag ist. Was heißt Sonntag? Sonntag ist der Ruhetag. Natürlich, wir hören dann auch in der romantischen Musik, der Tag des Herrn, ich stehe allein auf weiter Flur, nur eine Morgenglocke nur. Ja, kennen wir dieses Schäfer-Sonntagslied, ja, das ja heute sozusagen das allgemeine Sonntagslied ist. Entweder allein am Frühstückstisch auf weiter Flur oder sowas. Man hört vielleicht noch von ferne eine Sonntagsglocke nur und das war's dann mit dem Sonntag. Der Sonntag ist der älteste Baustein des Kirchenjahres. Der Sonntag ist das Wochenostern. Von der Genese her, von der Geschichte, älter als das Osterfest. Wochenostern. Und dieses Asperges hat auch diesen Charakter des Bußaktes in Gottes Namen. Aber zumindest hat in der tridentinischen Liturgie, die dieses Verständnis von Wochenostern gar nicht so sehr hatte, weshalb der Sonntag auch schnell als Sonntag jedem heiligen Fest sozusagen dargeboten wurde und es gab diesen Rhythmus vom Sonntag in dieser Weise nicht. Es war halt eine Art Feiertag. Aber es hat überlebt, das Ostergedächtnis in diesem Ritus des Asperges, denn es ist Taufgedächtnis auch. Also man soll vorsichtig sein, wenn man einfach nur auch über die alte Liturgie urteilt, da gab es über das Pascha-Mysterium, dieses große Wort, also das Ostergedächtnis, ist dort überhaupt nicht vorgekommen. Das ist so nicht richtig. Im Asperges hat zumindest wöchentlich, damals war es ja ein fester Teil der Liturgie, hat wöchentlich das Ostergedenken überlebt. Auch wenn es vielleicht gar nicht allen bewusst war. Aber es war da. Reines Wasser gieße ich über euch aus.